Ja, heute erzähle ich euch noch mal ein bisschen was zu unseren Pferden. Hier haben wir Cello, der wird dieses Jahr 24 Jahre alt. Cello hat ja leider mehrere Krankheiten, der hat einige Allergien, zum Beispiel hat er auch ein chronisches Lungenleiden, deswegen müssen wir mehrmals mit ihm inhalieren. Im Moment müssen wir das zweimal am Tag machen mit verschiedenen Medikamenten. Also er braucht Bronchienerweiterer, er braucht Schleimlöser. Zusätzlich kriegt er noch Allergiemittel. Im Moment hustet er leider wieder sehr stark. Außerdem hat Cello ja Cushing. Das wurde letztes Jahr im August festgestellt bei ihm. Das ist eine Stoffwechselkrankheit, die leider sehr viele Pferde haben mittlerweile. Bei ihm war das Hauptsymptom, dass er sehr, sehr langes und dickes Fell bekommen hat, das sich gelockt hat. Er hat auch sehr viel geschwitzt, ohne sich zu bewegen. Und seitdem bekommt er eine Tablette jeden Tag, die ihm auch ganz gut hilft. Und gestern war der Tierarzt da und dann haben wir noch mal den Wert nachgetestet. ACTH-Wert nennt sich das. Und warten jetzt auf das Ergebnis und dann können wir mal schauen, ob das so mit einer Tablette richtig ist oder ob er mehr oder weniger kriegen muss. Das muss man immer mal nachprüfen. Aber es geht ihm ganz gut damit im Moment. Und ja, Ende der Woche müsste das Ergebnis dann da sein. So, dann erzähle ich euch noch mal was zu Lolle. Lolle ist unser Ältester, der ist letzten Monat 30 geworden, also schon ein alter Opa. Lolle lebt seit über 10 Jahren jetzt schon auf Hofbutenland und vor 6 Wochen wurde bei ihm eine Zahnkrankheit festgestellt, eine Erkrankung der Schneidezähne. Die nennt sich EOTRH. Und das bedeutet, dass die Schneidezähne nach und nach anfangen sich zu lösen. Die lösen sich aus dem Zahnhalteapparat raus. Das Zahnfleisch bildet sich zurück. Es findet eine sogenannte Hyperzementose statt. Also die Zahnsubstanz ändert sich. Es gibt eine chronische Entzündung. Das ist auch, wenn man es unbehandelt lässt, sehr schmerzhaft fürs Pferd. Deswegen muss da auf jeden Fall was gemacht werden. Deswegen haben wir vor 6 Wochen schon 2 Zähne gezogen bei Lolle. Die waren sehr stark betroffen und haben auch schon gewackelt. Die waren schon ordentlich lose. Und jetzt hatte er gestern noch mal einen Kontrolltermin. Dabei musste dann ein Eckzahn unten noch gezogen werden, der auch schon nicht mehr so schön aussah. Der war leider noch sehr tief verwurzelt, deswegen hat er da jetzt ein ordentliches Loch. Das müssen wir noch ein paar Tage behandeln, aber wie man sieht, kann er schon wieder ganz gut fressen und scheint keine großen Schmerzen zu haben. Na Lolle. Und Lolle macht das ja zum Glück auch immer alles sehr lieb mit. Und jetzt hat er keinen Bock mehr, jetzt geht er.